Ah, jetzt weiß ich auch wieder, wo wir sind, so langsam. Da ist der Ausgang. Und hier wären wir runtergefallen. Am Anfang, wo ich gesagt habe, hier dürfen wir nicht runterspringen. Da waren wir noch in dem Säurebereich. Ne? Das ist die Treppe. Und auf der anderen Seite, wenn wir hier lang gehen, da ist der Vorsprung von der anderen Seite. Okay, das haben wir also auch. Also eigentlich haben wir alle Bereiche. Bis auf den einen Alien, der war hinter der einen Wand dann nicht mehr kriegen konnten. Gut, also würde ich sagen, gehen wir raus. Das erste Scheißlevel beendet. Mal gucken, was wir so erreicht haben. Geheimnisse bestimmt mager. Naja, 90% immerhin. Ja gut, Mission nicht ganz erfüllt. Ja. Pech halt, ne? Schnell drüber wegsehen. Gut gemacht. Sie sind wieder im Hauptbereich des Schiffs angelangt. Außerdem öffneten sie eine weitere Luftschleuse. Vergeuden Sie keine Zeit, der Kampf ist noch nicht vorüber. Ja, ist immer wieder wie angekündigt in dem Kreis. Bäh. Und ich sag, wir gehen diesmal rechts rum. Tor aktiviert, das hört sich schon mal nicht toll an. Hunde-Aliens. Also diesmal haben wir hier Hunde-Aliens drin. Letztes Mal waren hier ausschließlich diese Facehugger, diese kleinen Spinnenviecher. Und diesmal haben wir es hier mit Hunde-Aliens zu tun. Okay. Die sind mir extra sogar lieber, weil die nicht so schnell sind. Oh, hier steht da einer. Guck mal. Hat er sich dahin gezaubert, der kleine Bengel, der blöde Schieder, der. Und ich kriege irgendwie immer nur noch mehr Medizin dazu, das ist gut. Den haben wir auch erledigt. Also in der Mitte, ich glaube, das ist der Haupteingang, da ist später der Pilot drin, der Tote. Ne? Dass die sich auch so ruhig anschleichen, diese Kackviecher, mag ich nicht. Da sind welche hinter, ich sehe das schon. Ich kann euch sehen, kommt da raus. Ja, ja, oh Gott. Das könnte sogar der Ausgang schon wieder sein. Aber das, da halten wir uns noch von fern. Wir wollen zumindest einmal ganz rumlaufen und gucken, ob es hier was Interessantes gibt. Sehr interessant. Sehr interessant. Oh ja. Lass mich mal durch, bitte. Die können einen Schmerz hinzufügen, auch wenn man nichts darüber hört. Ja, genau. Da ist einer hinter mir, der beißt mich die ganze Zeit. Müssen wir mal eben gucken, ob ich da was vergessen habe. Meine Güte. Wo war denn das? War das hier? Hier war das. Da ist schon wieder Säurestiefel drin. Das ist der Ausgang, das ist gut. Oh Mann. Mal gucken, was hier so ist. Arzneimittel ist immer gut. Ja, die haben mir schon ein bisschen Energie abgezapft. Ja, da sind wieder welche. Oh. Sieht so aus, als hätten wir wieder alles. Es gibt in diesem Level wohl auch keine Automap. Wahrscheinlich deswegen, weil man hier nicht alles... Das ist so toll, seht ihr das? Ich kann hier nicht weitergehen. Hier ist eine unsichtbare Wand. Ich bin noch gar nicht an der Tür dran. Das sind noch gefühlte 1-2 Meter im Spiel, so gesehen. Und wenn ich da eine Granate gegenwerfe, dann seht ihr das auch. Da, die explodiert schon vorher. Die kommt gar nicht da an. Hier ist eine unsichtbare Mauer. Ich weiß nicht, ob das ein Spielfehler ist. Das wäre bei mir allerdings dann schon immer ein Spielfehler gewesen. Oder ob da irgendwie ein Geheimgang ist, den ich bisher nicht weiß, wie man den öffnet. Man bekommt ja hinterher auch keine Bewertung. Das ist das Blöde, ne? Man weiß ja nicht, ob man alle Geheimnisse hat, die man hätte kriegen können. Das finde ich halt ein bisschen schade. Wird nicht angezeigt. So haben wir jetzt alles. Ja, jetzt sind wir einmal rumgelatscht. Gut. Dann suchen wir uns jetzt nochmal den Ausgang, der so schön geleuchtet hat. Da. Mal gucken. Ja, einmal rumgelaufen sind wir. Gehen wir raus. Was war dieses? Machen wir weiter. Okay. Ein unvorsichtiger Suchtrupp wurde eingefangen und infiziert. Finden Sie die Toten, damit Sie keine weiteren Aliens ausbrüten können. Denken Sie daran, Ihre Identitätskarten mitzunehmen.
damit wir versichert sein können, dass sie alle gefunden haben. Nein! Leute, das hier ist das heftigste Level im ganzen Spiel. Und da ist schon der erste. Es wimmelt von diesen Viechern. Und wenn ich sage, es wimmelt davon, dann könnt ihr mir das glauben. Es wimmelt davon, wirklich. Oh nein, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Da ist der Fahrstuhl des Grauens, da gehen wir noch nicht rein. Ich weiß, dass da ein fieses Alien-Vieh wartet. Der kommt da gleich raus. Oh nein. Gefällt mir nicht. Ja, den Bereich hier. Super, nicht einer hat getroffen. Smart Gun. Sofort mitnehmen. Wenn die Smart Gun hier nämlich ausgeht, dann sind wir ganz schön am Arsch, Leute. Hier ist nichts mehr, ne? Leider nein. Oh, außer ihm. Solange die Smart Gun habt, kriegt ihr die ja auch noch relativ schnell tot, sag ich mal. Aber wenn die alle ist, dann wird's übel. Wie ich das Kind hier als Level gehasst habe. Ich habe mich so gefürchtet. Ohne Scheiß. Das ist eine Adrenalin. Nee, das ist ein Gewehr. Ich dachte, hier wäre eine Adrenalinspritze. Nachtsichtvisier. Na gut. So dunkel ist es hier auch nicht. Okay, hier haben wir alles. Wieder vorsichtig wieder raus. Bevor wir da hinten weitergehen, jetzt nehmen wir erstmal den Fahrstuhl hier unten. Oh Gott, nein, ich will nicht. Ich will einfach nicht. Es ist hier unten schrecklich. Es wird hier unten wirklich schrecklich, Leute. Okay, die haben jetzt nicht viel ausgehalten. Warum auch immer. Hier wimmelt es auch von Nanowänden. Also ihr könnt hier durch tausende Schlupflöcher, und wenn es hier überall blickt. Oh, guckt euch das Gewimmel da an! Die können überall um die Ecke kommen. Dieser Raum gefällt mir schon mal sehr gut hier. Haben wir alles eingesammelt? Haben wir schon eine Automap? Die haben wir natürlich noch nicht. Grrr. Jetzt kommt die Gelegenheit, ein bisschen Munition zu sparen und zur Pumpgun zu greifen. Hier gibt es nämlich einen kleinen Trick. Die Schanze runter hier, oder die Rutsche, und nicht ganz runterrutschen lassen, sondern zack, wieder hoch. Und dann könnt ihr in Ruhe hier welche abknallen, wenn ihr ein bisschen nach hinten lauft. Ohne, dass ihr gleich da unten in dem riesen eine Meute da landet. Und euch Smartgun-Munition verplempert. Ich glaube, dass ihr sogar... Wenn ihr trickreich seid, hier wieder hoch könnt. Ja, man kann wieder hoch. Auch wenn man noch ein paar anlockt jetzt. Ja, ja. Komm gleich. Wie gesagt, das nimmt da unten kein Ende.
Geh mir nicht auf den Keks, echt. Also das ist eine Nanowand. Und hier sind Überlebende, die müsst ihr auch anschießen natürlich. Tot. Nicht jeder hat eine Karte für euch. Was war das? Ach, da ist noch einer! Ja! Kommst du doch einmal hier, du Sack. Ey Leute, ich bin hier gerade ein bisschen angespannt. Ich hoffe, ihr könnt das ein bisschen nachvollziehen irgendwie. Wo? Oh, von vorne! Habe ich dich jetzt angeschossen oder nicht? Ich glaub schon. Panzerung, ja. Adrenalin. Sollte ich unter 200 kommen? Ist nicht unwahrscheinlich. Einer hinter mir zugange. Ich wünschte, ich könnte euch irgendwie sagen, wie sehr ich dies hier hasse. Ich blicke hier nicht mehr durch. Wo bin ich hier überhaupt? Oh oh. Gleich ist meine Smartgun leer. Das wünsche ich keinem. Besonders nicht mir. Ich nehme mal eben die zweitbeste, um die Smart Gun ein bisschen zu schonen. Hier blinkt noch irgendwo ein Mensch. Da. Smart Gun Munition. Sehr gut. Oh, habe ich die Automap eigentlich schon? Nein, ich habe sie natürlich nicht. Gehen wir hier weiter. Hier sind wir noch gar nicht lang gegangen. Oh, oh. Drin, ja? Kommt der jetzt von rechts? Kommt der von links? Wo kommt der her? Da kommt er aus der Wand, der nette Mann. Oh! Sehr schöner Raum, wie ich finde. Aber Geräusche, die ich nicht mag. Wo kommen die her? Von oben, ne? Wie das aussieht, haben wir das, glaube ich, alles hier unten. Wir müssen jetzt nur noch einen Fahrstuhl finden, wo es wieder hochgeht. Uah, was bist du? Oh Gott! Alter, ich hasse es, wenn ihr mich so erschreckt. Mann! Kotzen. Ah, hier. Ja, ja. Geil! Ich hole mir jetzt nach und nach, wie ich mir die ist da runter, würde ich mal sagen. Ich würde sagen, ich hole mir jetzt einen runter. So nicht. Komm. Nein! Oh, gut. Sieht so aus, als hätte ich ein paar. Gehen wir mal hoch. Vielleicht können wir es ja riskieren. Gut, hier ist der Anfang. Da kommt der einer. Hier ist nicht der Anfang, das ist die falsche Seite. So, überlegen. Da kommen wir her. Da haben wir alles, ne? Mal eben gucken. Da haben wir. Ich denke, da haben wir alles. Wir gehen jetzt hier Stück für Stück alles ab. Was haben wir hier? Da ist nichts. Okay, ausnahmsweise. Nehmen wir diesen Bereich als nächstes.